Drei Wochen nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal bin ich nochmal Richtung Dernau unterwegs und treffe mich dort mit Daria Josten. Sie und ihre Familie haben alles verloren. Warum sie aber weiterhin an der Ahr und mit der Ahr leben wollen, das verrät uns Daria jetzt selbst. Was ist dein Gedanke, wenn du an die Flutnacht denkst? Was kommt dir als erstes in den Kopf? Ja, das ist schwer. Also ganz viele Gedanken gehen mir da durch den Kopf. Aber woran ich mich halt echt noch gut erinnern kann, ist einfach, dass wir hier oben auf der Dachterrasse saßen, also wo wir gerade auch hier sind. Und wir waren halt zu viert und wir haben angefangen, die Luftmatratzen aufzupusten, weil das Wasser einfach immer weiter stieg und wir ja einfach den Gedanken hatten, wir müssen jetzt gleich losschwimmen. Wir haben unsere Katze in den Katzenkorb geschmissen, haben uns hier Paletten und Luftmatratzen geholt und ja, hatten halt den Gedanken, jetzt gleich loszuschwimmen. Ja. Richtung Weinberge. Ja, Richtung nächsthöheres Haus. Weinberge ging ja schlecht, weil der Strom ging ja in die Richtung. Ja. Und Weinberge sind ja da, also das heißt irgendwie zum nächsthöheren Dach und dann da festhalten, keine Ahnung, ja. Und ganz nebenbei habt ihr hier nicht nur euer Elternhaus, sondern auch noch eine Pension, da war auch noch jemand. Ja genau, wir hatten in der Pension noch einen Gast und den haben wir, also direkt hier unten und das Zimmer ist komplett zerstört. Hätten wir sie nicht in der Nacht noch über den Dachboden, über so eine kleine Luke hier hochgerettet auf die Dachterrasse, ja, dann sähe es ziemlich schlecht aus. Jetzt ist das Ganze, wie gesagt, drei Wochen her und ihr seid wirklich, man sieht es an deinem Outfit, dabei, dieses Haus zu entkernen. Warum habt ihr diesen Mut, hier noch an und mit der Ahr leben zu wollen? Ja, also ich kann jetzt für meine Familie auf jeden Fall sprechen und auch für die engsten Freunde, die wir hier im Dorf haben. Das ist einfach unsere Heimat. Also wir sind hier aufgewachsen, wir haben uns hier alles aufgebaut. Hier sind unsere Existenzen, also der Beruf von meiner Mutter, der Beruf von meinem Vater mit einem Weingut, die Pension von meiner Mutter, also hier ist halt alles, was wir haben und meine Großeltern, Freunde wohnen hier, die wollen auch alle hier wohnen bleiben. Und es würde nichts, keinen Sinn ergeben, wenn wir jetzt alles aufgeben würden und irgendwo anders hinziehen würden. Also erstens spielt das Geld da auch eine große Rolle, ja, aber auch einfach die Liebe zu dem Dorf hier. Jetzt könntet ihr aber auch einfach die Bude abreißen und eine neue Bude hinbauen. Stattdessen seid ihr jetzt seit drei Wochen dabei, dieses Haus zu entkernen. Ihr klopft den Putz ab mit einem kleinen Hammer. Wie kam es zu der Entscheidung? Habt ihr im Familienrat zusammengesessen? Ja, wir haben im Prinzip uns einfach mal zusammengesetzt und überlegt, wie machen wir es jetzt. Und ein Gutachter meinte auch, dass die Grundmauern stehen bleiben können. Also dass klar alles entkernt werden muss, also selbst Treppen, Fenster, alles muss raus. Aber die Grundmauern vom Haus können stehen bleiben, weil es nicht einsturzgefährdet ist. Und ja, jetzt haben wir halt so den Gedanken gehabt, dann machen wir es einfach schöner als vorher. Also jetzt kann jeder mitentscheiden, also meine Schwester und ich auch. Wir waren ja damals nicht dabei, als es hier gebaut worden ist. Und jetzt können wir mitentscheiden, wie es aussieht und noch schöner machen als vorher. Im Gegensatz zu vor drei Wochen hat sich dein Leben 360 Grad gedreht, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich studiere eigentlich. Und Klausuren war halt jetzt alles, konnte ich alles leider nicht mitschreiben. Und ich bin halt jeden Tag jetzt hier auf der Baustelle und helfe mit. Und das wird wahrscheinlich jetzt auch ein Jahr lang noch so weitergehen. Man hört hier den Lärm auch in ganz Dernau, im ganzen Dorf. Sind denn immer noch freiwillige Helfer hier? Ja, auf jeden Fall. Es sind noch Leute da. Es wird zwar immer weniger, also vor allem durch diese Helfer-Shuttles, aber es kommen immer noch mal hier und da Leute. Klar, es wird immer noch mehr Hilfe benötigt. Also im Gegensatz zu der ersten Woche oder den ersten zwei Wochen, was hier los war, ist es jetzt bestimmt um 80% gesunken. Aber es sind immer noch Leute da. Was müsst ihr jetzt machen? Was für Gerät braucht ihr? Wer kann euch helfen? Vielleicht nochmal einen kleinen Aufruf, nicht nur für euch, nicht nur für Dernau, vielleicht fürs ganze Ahrtal. Ja, also Hilfe können wir wirklich jeden gebrauchen. Also selbst wenn es ein zierliches Mädchen ist oder ein starker Mann, also jeder kann helfen. Klar, die starken Männer, die können dann mit den Stemmhammern weiter den Putz abschlagen. Also das ist wirklich in fast jedem Haushalt immer noch der Fall. Also auch noch bis in zwei Wochen. Und bitte Stemmhammer mitnehmen. Genau, das wäre super. Aggregate haben die meisten genau jetzt hier. Genau, man kriegt auch so Elektrobau, Stromkasten kriegt man jetzt langsam auch hier und da. Genau, dass wir da die Geräte anschließen können. Aber es muss immer noch alles raus. Also es muss halt trocknen. Und das heißt, alles, was an Schutt noch im Haus liegt, muss raus. Alles
klar. Also wer noch Zeit und Lust hat und vor allen Dingen ein schweres Gerät, der kommt her und hilft den Menschen hier im Ahrtal. Daria, ich bewundere dich sehr. Du bist 22 Jahre alt, für deinen Mut, deinen Elan und deine Kraft, hier bleiben zu wollen. Auch für dich, für deine Kinder und Enkel und Nachkommen und auch für deine Familie. Jetzt haben wir wieder einen Hubschrauber hier über uns. Der Lärm ist schon enorm hier, oder? Ja, und das wird auch noch lange andauern, dieser Lärm, ja. Wenn mal alles vorbei ist, sagen wir mal in 3, 4, 5 Jahren, was wünschst du dir, wo willst du stehen? Ja, ich will auf jeden Fall hier wohnen bleiben. Also klar, vielleicht treibt es mich durch ein Studium irgendwo anders hin oder ich möchte auch noch viel von der Welt sehen. Aber ich möchte einfach, dass das hier wieder mein Heimatort wird, wo alles wieder so wird wie vorher oder sogar schöner. Alles klar. Vielen Dank dir fürs Interview, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön. Alles Gute. Danke.